die Welt und nehmen möglichst alles mit. Essen Bio, treiben Sport, halten unseren Geist gern fit. Mit Nahrung, Geld, Öl und Energie wird kräftig spekuliert. Doch die Bildung für alle wird rationalisiert. Hat in die UN-Konvention schon mal jemand reingesehen? Denn bei der Umsetzung vor Ort muss dringend was geschehen. Die Barrieren in den Köpfen sind die Steine auf dem Weg. Habt ein bisschen Mut, doch die Zweifel sind ganz schnell weggefegt. Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Die Vielfalt aller Unterschiede ist der Reichtum dieser Welt. Und statt andere auszugrenzen, werden Stärken jetzt gezählt. Es ist in anderen Ländern doch schon längst Realität. Alle zusammen vom Kindergarten bis hin zur Universität. Um dies in Deutschland zu erreichen, muss man erstmal vor Gericht. Und trotz viel Mühe, Zeit und Geld ist Inklusion hier nicht in Sicht. Die Selbstverständlichkeit, mit anderen Menschen umzugehen, fehlt bei vielen heute noch, ja, das kann man täglich sehen. Doch es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Nur müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Spielen kann, sondern Einschränkungen im Leben nicht nur dann und wann. Für alle, die ein Leben lang sich aufgerieben haben, was wollen wir, was wollen wir, was wollen wir denn sagen? Denen, die nicht gehen, hören, sprechen, greifen oder sehen, und auch denen, die mehr Zeit brauchen, etwas zu verstehen. Doch stehen wir im Moment nur da und schauen uns um und warten und hoffen einfach stark darauf, dass andere damit starten. Bildungsfern ist ganz schön nah, muss doch gar nicht sein, ja, denn eine Chance braucht ein jeder hier, das leuchtet doch wohl ein. Bildungsnah und doch so fern, macht das wirklich einen Sinn? Erstmal ich und dann lang nichts, wo wollen wir, wo wollen wir, wo wollen wir denn damit hin? Nicht drängen, sondern Tür aufhalten, nicht nur selbst verstehen. Ein Lächeln schenken, Hände reichen, ist das so schwer zu verstehen? Wir alle dürfen in uns gehen und ernsthaft fragen, was wünschen wir für unser Morgen, was kann ich dazu beitragen? Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Endlich auch durch Deutschland gehen. Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Endlich auch durch Deutschland gehen. Die
durch die Welt und nehmen möglichst alles mit. Essen Bio, treiben Sport, halten unseren Geist gern fit. Mit Nahrung, Geld, Öl und Energie wird kräftig spekuliert. Doch die Bildung für alle wird rationalisiert. Hat in die UN-Konvention schon mal jemand reingesehen? Denn bei der Umsetzung vor Ort muss dringend was geschehen. Die Barrieren in den Köpfen sind die Steine auf dem Weg. Habt ein bisschen Mut und die Zweifel sind ganz schnell weggefegt. Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Die Vielfalt aller Unterschiede ist der Reichtum dieser Welt. Und statt andere auszugrenzen, werden Stärken jetzt gezählt. Es ist in anderen Ländern doch schon längst Realität. Alle zusammen vom Kindergarten bis hin zur Universität. Um dies in Deutschland zu erreichen, muss man erstmal vor Gericht. Und trotz viel Mühe, Zeit und Geld ist Inklusion hier nicht in Sicht. Die Selbstverständlichkeit, mit anderen Menschen umzugehen, fehlt bei vielen heute noch. Ja, das kann man täglich sehen. Doch es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Nur müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Spielen kann, sondern Einschränkungen im Leben nicht nur dann und wann. Für alle, die ein Leben lang sich aufgerieben haben, was wollen wir, was wollen wir, was wollen wir denn denen sagen? Denen, die nicht gehen, hören, sprechen, greifen oder sehen. Und auch denen, die mehr Zeit brauchen, etwas zu verstehen. Doch stehen wir im Moment nur da und schauen uns um und warten und hoffen einfach stark darauf, dass andere damit starten. Bildungsfern ist ganz schön nah, muss doch gar nicht sein. Ja, denn eine Chance braucht dann jeder hier, das leuchtet doch wohl ein. Bildungsnah, doch so fern, macht das wirklich einen Sinn? Erstmal ich und dann lang nichts. Wo wollen wir, wo wollen wir, wo wollen wir denn damit hin? Nicht drängen, sondern Tür aufhalten, nicht nur selbst verstehen. Schenken, Hände reichen, ist das so schwer zu verstehen. Wir alle dürfen in uns gehen und ernsthaft fragen, was wünschen wir für unser Morgen, was kann ich dazu beitragen? Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Endlich auch durch Deutschland gehen. Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Endlich auch durch Deutschland gehen.